Wenn wir uns ein wenig sputen, Rainer ist schon sauer genug. Ja, ich weiß. Es kackt immer wieder ab. Das Teil hat heute viel durchgemacht. Ach ja? Willkommen im Club. Ich hab's gleich. Okay, JD, geh zu dem Schalter. Okay, rein damit. Sieh mal an. Leute? Komm schon, gib's zu. Du hast kurz an mir gezweifelt. Hast du was angefasst? Was? Da draußen ist was. Na los. Mom? Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Was tust du denn da? Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm. Was machst du da, Mann? Wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. Dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey. Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist... ob er es tut. Kommt schon. Thank you.
Du sagtest, er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist er ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen, warum. Fantastisch. Ich dachte, der würde alles wieder aufbauen. So war es mal geplant, vor 15 Jahren. Bist du hier aufgewachsen? Geboren. Aufgewachsen bin ich in einem Internat. War es hier schon immer so? Nein, war es nicht. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Ort. Würde ich auch gern sagen. Wie hat er die Erlaubnis bekommen, außerhalb einer Siedlung zu wohnen? Das war leicht. Wer hätte ihm das abschlagen können? Willkommen zu Hause, James. Woher wusstest du, dass wir hier sind? Das ist neu. Nicht allzu neu. Dad, wir brauchen deine Hilfe. Ich habe dir oft genug geholfen. Aber dieses Mal renne ich nicht vor der Chor davon. Dell, steckst du auch mit drin? Knietief. Du solltest ihn doch davor schützen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Ich würde mich vorstellen, aber ihr verschwindet ja gleich. Jedi, zeig's ihm. Mir was zeigen? Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Zusammen mit unseren Freunden. Dad, du solltest dir das hier ansehen. Jetzt hör mal zu. Ich hab dich doch vor der Chor gewarnt. Und was machst du? Dad. Ich hab dir gesagt, kein Non-Con zu werden. Die Chor wird dich jagen. Und du? Was machst du? Sei still und sieh's dir an! Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Gott verdammt, James! Lieutenant. Zeit, unser kleines Gespräch fortzusetzen. Jin, hören Sie, Sie haben keine Ahnung, was hier wirklich vor sich geht. Weiß ich wohl. Aufwiegelung. Angeführt von James Dominic Phoenix, Sohn eines berühmten alten, verbitterten Gears. Apropos. Sergeant, wie geht's Ihnen? Das mit der Tür tut mir leid. Keine Sorge, wir wollten gerade gehen. Fürs Protokoll, Sergeant. Falls Sie diesen Flüchtlingen helfen sollten, kann ich Sie nicht beschützen. Ja, also alles wie immer. Sie verfluchen! Alle Einheiten, Feuer frei! Haupthaus, los! Ich sehe, du kannst immer noch so gut mit Menschen, Marcus. Lauf einfach zum Hinterausgang. Darum kümmern wir uns wohl zuerst. Scharfschütze, oben! Scharfschütze! Tot! Noch einer für den Schrottplatz! Zerstört!
das Jins neue Spielzeuge? Ja, wir haben schon den ganzen Tag mit ihnen gespielt. Kommt mit, folgt mir nach oben. Halt, was ist im Obergeschoss? Familienerbstücke. Die sind drin. Dann räumen wir mal alles aus. Gott verdammt, mehr von denen. Noch ein toter Hirte. Feuerschuss. Hier oben sind noch mehr. Einheit wird zurück. Hab sie! Einheit lädt nach. Ziele sollen die Wasserlage gesichert. Vorarsch. Greife Ziele an. Komm schon, hier lang. Beeilt euch. Ich werde auch nicht jünger. Also das sind ja mal schicke Familienerbstücke. Du hast die Rüstungen behalten. Klar kommst du zurück, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist. Lass mich dir helfen. Fühlt sich an, wie eine Tür zu tragen. Gut, so muss es auch sein. Wie heißt du doch gleich? Kate. Na dann. Pass gut auf die Rüstung auf, Kate. Die gehörte meiner Mutter. Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was. Apropos Schulden. Das hier willst du sicher zurück. Danke, Del. Okay. Machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt. Und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus. Nehmt euch, was ihr braucht. Sollte genug für alle da sein. Die kann ich gut gebrauchen. Das sollte passen. Kann ich gut gebrauchen. Ich kann die doch nicht verkommen lassen. Oh Scheiße, sie kommt durch die Wände! Schaltet sie aus! Möglichen Feindkontakt entdeckt. Lass uns gehen! Hab sie! Noch ein Boss zerstört! Noch ein toter Hirte! Hä, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen zu meinem Truck!
Glaub mir, dieses Mal kommt ihr nicht so leicht davon. Verflucht, ich hatte ihn gerade aufgemotzt. Okay, Planänderung. Runter mit dem Kestrel. Ich will dieses Spielchen reinkraschen. Immer sachte mit dem Haus. Schieß den Antrieb ab! Hey, sie verschwindet! War's das jetzt? Ist es vorbei? Wohl eher nicht. Oh, verflucht! Mehr Landungskapseln! Willst du mich verarschen? Der Kestrel ist zurück. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Wo will sie hin, verdammt? Hört auf, mein Haus zu verwüsten! Meine Hartnäckigkeit ist genauso bewundernswert wie lästig. Also, Dad, die Core hängt uns im Nacken, dein Truck ist explodiert und das Haus steht in Flammen. Gibt es denn einen Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus. Holt euch aus der Waffenkammer, was ihr braucht. Die kann ich gut gebrauchen. Bürger, Sie halten sich im Sperrgebiet auf. Leute, was zum Teufel soll Sperrgebiet heißen? Verdammt! Verfolger erledigt! Hey, du bist im Weg! Werfe Granate! Der Eis zerstört! Los, die Treppe runter! Erledigt sie! Wir müssen in den Keller! Zusammen! Da unten, los! Ab
in den Keller! Oh, das war knapp. Dad, was machen wir? Das ist eine Sackgasse. Jetzt nicht mehr. Du hast einen Fluchttunnel aus deinem eigenen Haus? Folgt mir einfach. Wieso hast du das hier gebaut? Für Notfälle. Wie diesen hier. Du hättest draußen ein paar Reparaturen machen können. Das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen. Jungs, wie wär's, wenn wir über etwas anderes reden? Das Monster vielleicht, das gerade mit unseren Freunden abgerauscht ist. Wir kümmern uns darum, sobald wir hier raus sind. Los jetzt. Glück haben wird Jin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben. Sie wird trotzdem alles absuchen. Darum kümmern wir uns dann. Oh, was haben wir denn da?